Hallihallo zu meinem ersten Workout-Video. Heute machen wir ein Bauchworkout. Was ihr dafür braucht, ist eigentlich nur eine Matte und ein Handtuch. Und ich zeige euch heute 7 Bauchübungen, die man für seine Bauchmuskeln einfach machen kann. Ja, das wäre die Ausgangsposition. Ja, ich habe Fussel gefunden, die mussten dann noch weg. Die erste Übung sind Sit-Ups. Da solltet ihr darauf achten, dass die Füße am Boden bleiben. Und das mit möglichst wenig Schwung und hauptsächlich aus dem Bauch den Oberkörper zu den Knien bringt. Die zweite Übung sind Crunches. Man muss die Füße nicht nach oben tun, aber ich tue sie gerne nach oben, weil es etwas schwieriger ist. Und man soll halt die Füße im rechten Winkel nach oben geben. Ob überkreuzt oder nicht, ist egal. Und man versucht die Brust Richtung Beine zu bewegen und das natürlich möglichst nur mit dem Bauch. Nächste Übung sind Leg Raises. Flach hinlegen, am besten die Arme neben dem Po platzieren. Die werdet ihr brauchen, um euch festzuhalten sozusagen. Und dann versuchen, so gerade wie es nur geht, die Beine nach oben zu heben. Bei der Übung weiß ich leider nicht, wie sie heißt. Im Endeffekt versucht beim Gleichgewicht zu bleiben und die Beine zu sich zu ziehen, ohne dass man sich abstützt. Da war es dann schon etwas schmerzhaft. Dann kommen wir zu den Planks. Die kann man machen, solange man will, umso länger, umso besser natürlich. Ich habe es da jetzt so um die 30 Sekunden gemacht. Man soll versuchen, gerade zu bleiben. Wichtig ist, dass man keinen Rundrücken hat, also dass man sich nicht zu sehr durchhängen lässt und auch nicht zu weit oben ist und versucht, möglichst gerade zu sein. Bei der Übung weiß ich leider auch nicht, wie sie heißt, aber sie ist für die seitlichen Bauchmuskeln. Aus dieser Ausgangsposition hebt man die Brust an, sodass die Schultern den Boden nicht wirklich berühren und versucht den Arm Richtung Ferse zu ziehen, dass man seine Ferse sozusagen berührt. Jetzt kommen wir noch zu den seitlichen Planks. Die beruhen auf dem gleichen System wie die Planks, nur dass sie seitlich sind und daher eher für die seitlichen Bauchmuskeln und allgemein für die Grundspannung im Körper. Wichtig dabei ist, dass man nicht zu sehr durchhängt und natürlich auch Seite wechselt, damit beide Seiten gleich beansprucht werden. Am Anfang ist die Übung ziemlich anstrengend, auch für die Arme, aber das kommt mit der Übung. Das war's mit den 7 Bauchübungen. Ich hoffe, es ist auch was für euch dabei. Ich bitte euch nur, auch wenn ihr im Fitnesscenter diese Übungen macht, fragt einen Trainer, dass er euch wegen der Haltung nochmal genauer beobachtet. Und ja, tschüss, baba!